Brigitta Braun ist davon überzeugt, dass noch mehr hinter dem Verhalten von Merle Krause und Gregor Albers steckt, als nur die Sorge um ihre Kinder. Während die Jugendamtmitarbeiterin bei Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Eva beantragt hat, sucht die Anwältin Klaas Vater an seinem Arbeitsplatz auf, um ihn zu befragen. Herr Albers? Hallo. Ich kenne Sie doch. Ja, natürlich. Braun ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Sie wissen ja, ich vertrete Eva Krause. Bestellung, Aufträge nur im Büro. Nee, Herr Albers, also ich möchte nichts bestellen. Herr Albers, ja. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ich bin hier wegen meiner Mandantin und wegen Ihres Sohnes. Ich möchte jetzt endlich erfahren, was Sie gegen die Verbindung der jungen Leute haben. Eva ist noch so jung. Und Klaas, das passt einfach nicht. Herr Albers, ich bitte Sie, also zwischen den beiden bestehen nur 2 Jahre Altersunterschied. Das ist doch nichts, das ist doch völlig in Ordnung. Sie wissen doch, die Teenager, wie schnelllebig das ist. Was ist, wenn Eva schwanger wird? Das wollen wir einfach nicht. Moment mal, wen meinen Sie jetzt mit wir, Herr Albers? Sich und Merle Krause? Ja, wieso? Na, also entschuldigen Sie vielmals, aber das, was ich weiß, ist, dass Sie sich beide spinnefeind sind und jetzt plötzlich so einig? Das hat sich alles so ergeben. Klar nervt es, wenn sie immer vor meiner Einfahrt steht. Oder der Apfelbaum, der über das Grundstück wächst. Also hören Sie mal, also jetzt im Ernst. Gregor, was ist denn jetzt mit der Bestellung von Schulze? Aber das weiß ich doch nicht. Geh doch im Büro fragen. Ja. Okay. Hören Sie mal, die beiden jungen Leute sind hochanständig und verantwortungsvoll. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ihre kleinlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten diese jungen Leute auseinanderbringen. Ich meine, die Mutter meiner Mandantin, ja? Sie sperrt sie mittlerweile nur noch ein. Ja, sie ist einer permanenten Kontrolle unterzogen. Eva wird jetzt ihr Elternhaus verlassen. 2 Jahre nach dem Tod ihres Vaters. So weit ist es gekommen. Und Sie reden von Apfelbäumen? Dann ist halt so. Ich kann jetzt auch nicht weiter mit Ihnen sprechen. Ich muss was tun. Ja, dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Tschüss. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Herr Albers druckst genauso herum wie die Mutter meiner Mandantin. Und keiner von beiden kann mir auch nur ein glaubwürdiges Argument dafür liefern, warum die beiden jungen Leute nicht zusammen sein dürfen. Also zuallererst werde ich zuschauen, dass meine Mandantin von ihrer kontrollsüchtigen Mutter wegkommt. Und Herrn Albers und Merle Krause behalte ich im Auge. Es gibt nichts, was mich hält. Seit Eva Krause mit Klaas Albers, dem Sohn des Nachbarn, zusammen ist, spioniert ihr Mutter Merle nach und versucht alles, um die beiden auseinanderzubringen. Die 16-Jährige hat sich hilfesuchend an Brigitta Braun gewandt, die das Jugendamt eingeschaltet hat. Heute wurde dem Amt das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Eva übertragen und sie darf in ein betreutes Wohnheim ziehen. Eva ist froh, endlich Abstand von ihrer Mutter zu bekommen. Doch Merle gibt keine Ruhe. Du kannst auch nicht wirklich ausziehen wollen. Überleg dir das doch nochmal, Schatz. Mann, Mama, glaubst du, ich mach das hier alles zum Spaß? Es funktioniert nicht. Wir können doch in Kontakt bleiben, das ist wirklich versprochen. Aber so geht's nicht mehr. Ich brauche meinen eigenen Raum. Wirklich. Aber du kannst doch zu Hause wohnen. Ich lass dich auch in Ruhe, versprochen. Frau Krause, das kommt jetzt aber reichlich spät, oder? Bitte, du wirst Klaas nie akzeptieren. Das hast du auch die letzten 2 Wochen nicht getan. Und? Wie ist es ausgegangen? Papa, was machst du denn hier? Eva zieht morgen schon aus. Eva, du machst einen Riesenfehler. Aber das deine geht Mutter, nicht gar Klaas, nicht bitte. Deine Mutter will nur das Beste für dich. Ich habe mir schon gedacht, dass du hier bist. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich wollte doch gar nicht nach Hause, ich wollte doch mit zu Eva. Klaas, du kommst jetzt mit nach Hause. Und ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, lass die Finger von Eva. Und ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass ich 18 Jahre alt bin und mich treffen kann, mit wem ich will. Jetzt hör mal zu, ich bin immer noch dein Vater. Und was zahl dir, hör mir zu und ich zahle dir gutes Geld. Ach, ich möchte nur, dass du dein Abi zu Ende bringst. Wann checkt dir endlich, dass wir uns lieben? Wir fahren jetzt nach Hause. Wenn du jetzt nicht nach Hause fährst, mit mir, dann hat das Konsequenzen. Herr Albers, jetzt ist aber mal gut. Verabschiede dich. Lassen Sie gut sein. Ich komme mit. Wir haben ja morgen alle Zeit der Welt. Klaas, komm. Tschüss. Ja, Wiedersehen. Gleich morgen früh wird Frau Schulz vom Jugendamt meine Mandantin abholen und sie in das Wohnheim begleiten. Klaas Albers wird sie dort natürlich jederzeit besuchen können. Selbstverständlich erst nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Einrichtung. Ordnung muss eben sein, auch dort. Ich bin allerdings wirklich gespannt, ob Merle Krause und Herr Albers nun endlich Ruhe geben. Aber wenn ich ganz offen sein darf, ich glaube nicht so recht dran. You make me feel like I'm living a teenage dream. Am nächsten Tag zieht Eva im Wohnheim ein.
Der Abschied von ihrer Mutter fiel ihr trotz allem schwer. Doch nun ist sie endlich nicht mehr deren Kontrollsucht ausgesetzt. Im Wohnheim gibt es zwar auch Regeln, die ihr der Leiter erklärt, aber hier kann sie sich ungestört mit Klaas treffen. Als dieser sie das erste Mal besuchen will, gibt es allerdings ein böses Erwachen. Ja, was machen Sie denn hier? Ich will nur zu meiner... Nee, verlassen Sie sofort das Gebäude. Ich will doch nur zu meiner Freundin. Sie haben ihr Hausverbot. Klaas? Was? Klaas! Eva! Stopp! Sie haben ihr Hausverbot, sonst rufe ich noch die Polizei. Das Besuchsrecht wurde doch gestern erst genehmigt. Ja, das mag ja sein, aber deine Mutter und dein Vater waren heute Morgen hier und haben uns erzählt, was für ein brutaler Kerl du eigentlich bist. Was? Doch. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie verlassen jetzt sofort das Gebäude. Geh lieber, ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Ich schreib dir, ich hab doch mein Handy wieder. Das können die doch nicht machen, jetzt darf ich dich doch nicht mal hier besuchen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mich so auf mein Leben mit Klaas gefreut. Und jetzt? Klaas und gewalttätig? Da kann doch nur eine dahinter stecken. Ich muss jetzt erstmal Frau Braun anrufen. Für Eva steht fest, dass ihre Mutter Klaas in Verruf gebracht hat, um ihn von ihr fernzuhalten. Während die Schülerin Brigida Braun alarmiert hat, wartet der Abiturient vor dem Wohnheim auf seine Freundin. Die Anwältin ist bereits auf dem Weg, um die Situation zu klären. Sagen Sie mal, was ist denn eigentlich los? Erzählen Sie mal. Ja, Klaas wollte mich vorhin im Wohnheim besuchen und dann hat Herr Pfeiffer ihn einfach rausgeschmissen. Die meinten zu mir, ich sei gewalttätig, ich habe da jetzt Hausverbot. Ich würde Eva irgendwas antun wollen oder so. Kommt ihr denn darauf? Naja, meine Mama und sein Papa waren wohl vorhin bei ihm und haben ihn vor ihm gewarnt. Und ja, das ist einfach nur der Horror, wissen Sie? Es geht mir überhaupt nicht um den Sex. Ich möchte einfach Klaas sehen können, wann ich will. Das verstehe ich vollkommen. Ich muss sagen, das Benehmen ihrer Mutter ist zusehends merkwürdig. Und ihr Vater schlägt in die gleiche Kerbe, ja? Das hat doch mit einer normalen elterlichen Besorgnis nichts mehr zu tun. Ja, aber Klaas darf mich doch besuchen. Aber natürlich darf er das. Der Heimleiter hätte niemals ein Hausverbot erteilen dürfen. Also jedenfalls nicht ohne Rücksprache mit dem Jugendamt und nicht ohne einen konkreten Anlass. Ich gehe jetzt mal rein, rede mit ihm. Seien Sie bitte so gut. Bleiben Sie hier, warten Sie hier in aller Ruhe. Ja, wir holen Sie dann. Das kläre ich schon. Mach ich. Ja? Danke. So, kommen Sie. Und mit Ihrer Mutter rede ich heute auch noch. Also dieses Theater muss endlich ein Ende haben. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Ist ja furchtbar. Was Merle Krause und Gregor Albers hier veranstalten, ist doch nichts anderes als Verleumdung. Und im Falle von Herrn Albers sogar gerichtet gegen den eigenen Sohn. Das muss man sich doch erst mal vorstellen. Also mittlerweile ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, hier eine härtere Gangart einzulegen. So geht's nun mal nicht. Nachdem die Anwältin durchgesetzt hat, dass das Hausverbot gegen Klaas aufgehoben wird, macht sie sich auf den Weg zu Evas Mutter. Sie will endlich wissen, warum sie versucht, den 18-Jährigen von ihrer Tochter fernzuhalten. Als Brigida Braun bei Merles Haus angekommen ist, bekommt sie zufällig ein Gespräch mit. Ich meine, irgendwas müssen wir machen. So einfach vor. Ja, das geht nicht anders. Ihr müsst ja einfach wegziehen. Ich kann doch nicht einfach hier wegziehen. Ich habe hier meinen Job, den kann ich nicht einfach so hinschmeißen. Das ist aber die einzige Möglichkeit, um die beiden auseinanderzuhalten. Mensch, Klaas ist 18 Jahre alt, den kann ich nicht am Händchen halten und sagen, weißt du was, wir ziehen jetzt einfach mal weg. Ach Mann, weißt du, das ist alles deine Schuld. Du hättest ihn gar nicht aufnehmen sollen vor einem Jahr. Dann wäre er in Hamburg geblieben, bei Lena und alles wäre in Ordnung. Merle, jetzt bitte ich dich aber. Klaas ist mein Sohn. Ist doch logisch, dass ich ihn bei mir haben möchte. Ich konnte auch nicht ahnen, dass er sich ausgerechnet in Eva verliebt. Was sollen Sie denn schon wieder hier? Sie haben schon alles kaputt gemacht. Frau Krause, bitte beruhigen Sie sich. Also ich mache nun wirklich nichts kaputt. Wollten Sie zu ihr oder zu mir? Zu Ihnen beiden, offen gestanden. Hören Sie mal, das, was Sie dem Heimleiter heute Morgen erzählt haben, also mit Verlaub rein rechtlich betrachtet, das ist eine Verleumdung, das ist eine Straftat, verstehen Sie? Deswegen können Sie angezeigt werden. Also ich verstehe nicht, warum Sie mit allen Mitteln versuchen, die jungen Leute auseinanderzubringen. Entschuldigung, wenn Sie mir jetzt mit dem Argument kommen, die beiden sind zu jung und müssen beschützt werden, das zieht nicht, das ist doch Blödsinn. Entschuldigen Sie mit Verlaub. Wir möchten jetzt nicht mehr darüber reden. Das ist eine reine Familiensache und das geht Sie überhaupt nichts an. Es geht mich sehr wohl etwas an. Hören Sie mal, Ihre Tochter hat mich damit beauftragt, ihre Rechte wahrzunehmen. Das tue ich hiermit. Damit bin ich ein Teil der ganzen Geschichte. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Naja, wie Sie wollen, aber ich bleibe dran, das sage ich Ihnen. Ist unglaublich. So, Familiensache. Also ganz offensichtlich gibt es etwas zu verheimlichen für Frau Krause und für Herrn Albers. Also dem werde ich selbstverständlich nachgehen. Und zuallererst werde ich die Mutter von Klaas kontaktieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mir helfen kann.
Brigida Braun hat einen Verdacht. Sie besorgt sich von Klaas die Nummer seiner Mutter Lena Albers, die gerade beruflich in Berlin ist. Unter einem Vorwand trifft sich die Rechtsanwältin zwei Tage später mit ihr. Ihre Hoffnung ist groß, dass die Verlagskauffrau mehr über den Streit zwischen Merle und ihrem Ex-Mann Gregor weiß. Ja, Sie sagten ja am Telefon, dass es um Klaas geht. Hat er was ausgefressen? Nein, nein. Hallo. Hallo. Brauchen Sie die Karte oder wissen Sie schon? Ich nehme auch einen Kaffee, bitte. Okay. Nein, also mit Klaas ist überhaupt nicht. Aber weil Sie das erwähnen, hat er schon mal strafrechtliche Probleme gehabt? Gott sei Dank nicht, aber in Hamburg war er mit schweren Jungs befreundet. Die haben sogar schon mal einen Einbruch mit Diebstahl begangen. Aber Gott sei Dank war er nicht dabei. Okay, aber deswegen haben Sie natürlich dann Klaas nach Berlin geschickt, ja? Ja, seine schulischen Leistungen haben nachgelassen und ich dachte, es wäre dann besser so für ihn, dass er die Stadt auch verlässt. Und sein Vater hat sich natürlich gefreut, dass er wieder bei ihm ist. Also wie gesagt, es geht nicht um Klaas, bei ihm ist alles in Ordnung. Es geht vielmehr um seine neue Freundin, die Eva. Denn ihre Mutter, Merle Krause und auch ihr Ex-Mann, stemmen sich gegen diese neue Verbindung und unternehmen alles, um die beiden jungen Leute auseinanderzubringen. Das ist ja interessant. Ich wusste zwar, dass er eine neue Freundin hat, er hat mir von ihr vorgeschwärmt, aber nicht, dass das Merles Tochter die Nachbarstochter ist. Moment mal, Sie kennen Merle Krause? Ja, Merle kenne ich schon, Eva nicht. Ich bin ja vor knapp 17 Jahren dann nach Hamburg schon gezogen. Darf ich fragen, warum Sie Berlin verlassen haben damals? Gregor hatte ein Verhältnis mit Merle. Ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe mich scheiden lassen und habe Klaas mitgenommen. Sagen Sie mal, kann es sein, dass Merle damals, als sie ihre Affäre mit ihrem Mann hatte, dass sie schwanger geworden ist? Nein, das glaube ich nicht. Das hätte Gregor doch erwähnt. Aber wie alt ist diese Eva? 16. Oh Gott. Genau. Also, wenn man das so betrachtet, könnte man schon annehmen, dass Eva die Tochter ihres Mannes ist. Und damit natürlich wären die beiden jungen Leute Halbgeschwister. Dann ist mein Sohn mit seiner Halbschwester zusammen. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Das ist natürlich heftig. Also, wenn die Annahme zutrifft, dann verstehe ich die Haltung der Eltern. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass Merle Krause das gegenüber ihrer Tochter verheimlicht. Ja, und sogar in Kauf nimmt, sie ganz zu verlieren. Zuallererst brauche ich für diese Annahme Beweise. Und das möglichst schnell, bevor bei den jungen Leuten mehr passiert als nur Händchen halten. Um herauszufinden, ob Gregor Evas Vater ist oder nicht, war Brigida Braun noch einmal bei Merle. Doch sie reagierte nicht auf ihr Klingeln. Erst telefonisch konnte die Anwältin Evas Mutter erreichen und nur nach eindringlichem Zureden und unter einem Vorwand zu einem Besuch in ihrer Kanzlei bewegen. Merle glaubt, es handle sich um eine wichtige Angelegenheit, die ihre Tochter betrifft. Guten Tag. Was ist denn jetzt mit Eva? Ist sie schwanger? Was ist passiert? Sie geht nicht ans Telefon. Ich weiß gar nicht, was los ist. Beruhigen Sie sich. Es ist gar nichts passiert und Eva ist auch nicht schwanger. Nehmen Sie erstmal Platz. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich in der Sache nicht locker lasse. Denn ich möchte nach wie vor wissen, warum Sie es den beiden jungen Leuten so schwer machen, nicht? Diese Geschichte schon wieder? Ich dachte, es wäre irgendwas passiert. Also, zuallererst möchte ich um Entschuldigung bitten, dass ich Sie hier unter einem Vorwand gebeten habe. Aber sonst wären Sie nicht gekommen. Zur Sache. Frau Krause, ich habe heute Morgen ein sehr interessantes Gespräch geführt, nämlich mit Lena Albers. Und sie erzählte mir, dass sie und ihr damaliger Mann, ihr heutiger Nachbar Gregor Albers, vor circa 17 Jahren ein Verhältnis hatten. Also ich glaube, ich brauche da nur zwei und zwei zusammen zu zählen und Sie wissen, was ich jetzt denke, nicht? Das ist doch Quatsch. Also, worum ich Sie bitten möchte, Frau Krause, ist Ihre Zustimmung zu einem außergerichtlichen Vaterschaftstest. Auf gar keinen Fall. Frau Krause, schauen Sie, Eva hat doch wirklich einen Anspruch darauf zu erfahren, wer ihr Vater ist. Und das ist unter Umständen wirklich Gregor Albers. Also, das muss ich mir jetzt nicht antun. Frau Krause, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, bleiben Sie. Frau Krause, Schluss mit der Geheimniskrämerei. Kommen Sie. Es ist wirklich, Sie machen alles nur noch schlimmer. Ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, mal wirklich die Karten auf den Tisch zu legen, oder?
Sie haben ein Geheimnis, sagen Sie es mir doch. Setzen Sie sich noch mal hin. Ja? So, ich höre zu. Ja, es stimmt. Ich hatte tatsächlich ein Verhältnis mit Gregor. Weil Jörg, der wusste nichts davon. Und ich war ja mit ihm verheiratet und deswegen hätte das Kind genauso gut von ihm sein können. Und daran habe ich auch ganz fest geglaubt. Er war wirklich so ein super Vater. Es hätte ihm einfach das Herz gebrochen, wenn er gewusst hätte, dass Eva nicht von ihm ist. Also verstehe ich das richtig? Sind Sie sich jetzt sicher, dass Gregor Albers Evas Vater ist? Ja, mittlerweile ja. Gregor hat vor 2 Jahren einen Vaterschaftstest gemacht. Heimlich. Er hat es mir gesagt, ja. Das müssen Sie doch Eva sagen, ich bitte Sie. Das kann ich nicht machen. Eva liebt ihren Vater so sehr. Da würde eine Welt für sie zusammenbrechen. Frau Krause, rein persönlich verstehe ich Sie. Aber jetzt denken Sie doch einen Schritt weiter. Was ist, wenn die beiden Geschlechtsverkehr miteinander haben? Deswegen habe ich doch alles gemacht. Deswegen habe ich sie doch so kontrolliert. Und deswegen habe ich doch die Kameras aufgestellt. Und darum ging es mir doch. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Na ja, gut, jetzt verstehe ich wenigstens die Hintergründe. Aber hören Sie mal, Sie wissen doch, Sie erkennen doch selbst, Sie können das nicht verhindern. Das kann jederzeit passieren. Sie müssen es ihr einfach erzählen. Ja, ja, Sie haben recht. Und am besten gleich. Kommen Sie, wir gehen jetzt ins Wohnheim. Ich würde das Eva jetzt so gerne ersparen. Der Seitensprung mit Gregor, der war nur ein Ausrutscher. Ich fühle mich schuld daran, dass Eva jetzt nicht mit ihrer großen Liebe zusammen sein darf. Erst verliert sie ihren Vater und jetzt auch noch ihren Freund. Das ist wirklich so schrecklich. Und außerdem ist da noch was, was sie noch nicht weiß. In Berlin hat Brigida Braun ein Familiengeheimnis aufgedeckt. Die 16-jährige Merle Krause und ihr Freund Klaas Evers sind Halbgeschwister. Deshalb hat Merle ihre Tochter auf Schritt und Tritt überwacht. Um sie zu schützen, sorgte die Anwältin dafür, dass Eva in einem Wohnheim unterkam. Von all dem ahnen die Teenager noch nichts. Und Merle hat nun die schwere Aufgabe ihrer Tochter, die Wahrheit zu sagen. Mama! Was wollt ihr denn hier? Mama, raus hier! Wir müssen reden. Was soll der ganze Auflauf hier? Bitte entschuldigen Sie, dass wir so reinplatzen. Das tut uns wirklich sehr leid. Frau Krause, Ihre Mutter hat Ihnen etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Das betrifft Sie genauso, Herr Albers. Bitte. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, also es gibt einen Grund, warum ich nicht möchte, dass ihr beiden zusammen seid. Und warum ich da immer daher spioniert habe, Eva. Geben Sie sich einen Ruck, sagen Sie es den beiden. Bitte, ich bin bei Ihnen. Also, ihr seid Halbgeschwister, ja? Das ist doch nur eine Masche, Mama. Die will uns auseinanderbringen. Leider nein, Schatz, nein. Es tut mir leid. Papa sagt, dass es Quatsch ist. Sagt, dass es ein Witz ist. Stimmt, Klaas. Ich habe mal den Vaterschaftstest mit, wenn ihr den sehen wollt. Eva, ich bin dein Vater. Ist von 2012. Willst du mir jetzt sagen, du weißt seit 2 Jahren, dass du unser Vater bist? Das heißt, ihr habt dabei zugesehen, wie ich mich in meine Schwester verliebe? Sag mal, tick dir noch sauber! Hey! Klaas. Ich muss raus, sorry, Eva. Klaas, es tut mir leid. Das heißt, Papa ist nicht mein Papa? Und du hast mir nichts gesagt? Ich wusste doch, wie sehr dich das verletzt, Eva. Ich habe zwar geahnt, dass Gregor dein Vater ist, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Wusste Papa das? Ja, er wusste es. Ich habe sie dann an dem Abend gesagt, als Gregor den Test gemacht hat vor 2 Jahren. Und er war wütend und wir haben uns gestritten. Und dann ist er losgefahren. Das war der Abend, als er den schrecklichen Unfall hatte. Verstehst du, ich bin schuld an seinem Tod. Ich werde mir das nie verzeihen. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Mama, geh jetzt. Mama, lass mich in Ruhe. Brigida Braun hält Merle zurück. Sie weiß, jedes Wort von ihr wäre jetzt zu viel. Nach dieser furchtbaren Nachricht braucht Eva erst einmal Zeit für sich.
Ja, ich wusste auch nicht, dass Jörg Krause genau an dem Abend tödlich verunglückte, als er erfuhr, dass Eva nicht seine leibliche Tochter ist. Also das ist hochdramatisch natürlich. Und das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Meine Mandantin ihrerseits wird natürlich jetzt Zeit brauchen, um sich mit diesem Gedanken überhaupt erst anzufreunden. Ich hoffe dennoch, dass Sie und Ihre Mutter wieder zueinander finden werden, denn die standen sich immer sehr nah. Was nun Eva und Klaas anbelangt, was aus ihnen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, sie werden in Kontakt bleiben, denn sie mögen sich sehr gern. In Zukunft eben als Halbgeschwister. 2 Wochen später wurde der Antrag auf Übertragung des Sorgerechts zurückgezogen und Eva wohnt wieder bei ihrer Mutter. Sie hat sich mit Merle ausgesprochen und ihr verziehen. Jörg wird für sie immer ihr Vater bleiben, auch wenn sie nun mehr Zeit mit Gregor verbringt, um ihn besser kennenzulernen. Das Verhältnis zu Klaas ist allerdings noch angespannt. Sie haben sich schließlich sehr geliebt und das nicht als Geschwister. Hey. Hi. Na, wie geht's dir jetzt so nach dem Ganzen? Ist alles so komisch. Kannst noch gar nicht glauben, dass wir jetzt Halbgeschwister sind. Ja, ich auch nicht. Also ich hab dich auch immer noch so gern. Mir geht's genauso. Aber ich denke, Geschwister dürfen Gefühle füreinander haben und wir werden uns schon daran gewöhnen. Ja. Na komm, lass uns runtergehen. Was essen. Ja, ich riech schon. Die Situation ist wirklich total verrückt. Aber ich bin froh, dass Gregor und Klaas jetzt zu mir und meiner Mutter gehören. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber ich glaube, dass Klaas und ich nur noch nicht miteinander geschlafen haben, weil wir irgendwie wussten, dass etwas komisch ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Klaas jetzt zu meinem Leben gehört, als mein Halbbruder. Die zwei kann so schnell nichts mehr trennen. Als Geschwister werden sie für immer zusammenhalten. Und Merle und Gregor werden alles dafür tun, dass sie lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Dafür gehören gemeinsame Abendessen ab sofort zur Tagesordnung.